Oh, noch eine Aufgabe wählen für den Killer. Oh, die habe ich noch gar nicht aufgeholt. Doch, habe ich. Ah, warte. Achso, schließe 6 Truhen auf. Eine rote Glyphe erzeugt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich versuche mal das. Das habe ich jetzt letztens ganz gut geschafft. Okay. Wir werden sehen. Ich war ja mit den Truhen bisher nicht erfolgreich. Los geht's. Stufe 8. 19, also immer noch überhaupt gar kein Druck. Ich fand meine Survivor-Folgen heute ganz okay. Bin zwar oft gestorben. Wie viele Runden habe ich gespielt? 6 Stück, aber ja. Ich finde, ich habe super viel dazu gelernt, was das Verstecken angeht. Im Wegrennen bin ich so. Kommt extrem auf den Killer an, wie gut der Spieler das macht. Aber Verstecken? So, ist cool. Jetzt versteht man auch so ein bisschen die Spielweisen von denjenigen. Also wenn ich mir Let's Plays angucke, denke ich mir, oh, warum gehst du denn nicht weg? Und so. Ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut nachvollziehen. So. Ich habe nicht irgendwas dabei, ein Extra. Ach ja, habe ich noch. Oh. Was macht das? Ah ja. So, Ash. Natürlich eine Claudette. Die mir plötzlich super gut gefällt. Also das mit dem... wollt ihr nicht auch mitspielen? Dass die ständig Leuten hilft und so viele Heilungssachen habt, das finde ich cool. Es gibt echt extrem viele Perks in dem Spiel. Na, Claudette? Claudette! Ach ja, jetzt wo ich als Survivor unterwegs war, denke ich mir, so als Killer, ich werde bestimmt versagen. Und vorher, wo ich dann als Killer so halbwegs erfolgreich war gestern, denke ich mir, ach scheiße, als Survivor werde ich bestimmt versagen. Das ist total faszinierend. Oh, was ich übrigens gesehen habe, das Video muss ich mir nochmal richtig komplett angucken. Ich habe natürlich gestern gesagt, oh, es wäre toll, wenn es so einen Alien-Killer irgendwann mal gab, so einen Xenomorph aus dem Film. Und da habe ich gegoogelt. Und wenn das kein Hoax war, ich glaube nicht, dass es einer war, dann ist der in Planung. Und sogar schon in der Mache. Dann noch Ellen Ripley als Survivor dabei. Und eine Karte. Es wäre echt richtig, richtig geil, wenn so eine Karte Nostromo oder LV24 426 drin hätten. Das wäre richtig, richtig cool. Wo fangen wir denn an? Weißt du was? Okay. Wo ist er hin? Keine Kratzspuren? Okay, bin ich versaut. Nein?
Ja, ich habe ihn eigentlich gesehen. In dem Moment wollte ich zuschlagen. Oh, deswegen ist es durchgerannt. Killerinstinkt ist voll cool übrigens. Solange wie ich hier brauche. Ist noch eine Palette da? Erwischt! Ich liebe diese Krähen. Ey, die sind richtig, richtig cool. Mann, du lenkst mich super lange ab, Mädchen. Scheiße. Ah, ein bisschen dick abgekürzt habe ich. Ich werde dich aufhängen, Mädchen. Auch wenn du gut im Weglaufen bist. Ja, jetzt endlich mal. So, Bußkäfig. So. Hallöchen. Will nicht tunneln. Deswegen gehe ich dir hinterher. Ja. Eigentlich nicht tunneln, aber du warst gerade echt in der Schusslinie. So, Claudette ist vielleicht noch in der Nähe. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit. Okay. Ich habe ich gesehen. Hier versuche ich mich abzulenken. Getroffen. Komm. Bist du? So. Immerhin.
Es war noch halbwegs weit. Das sind verdammt viele. Auch nicht schon wieder du. Ich glaube, dich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo liegst du? Naja, gar nicht. Ist der fertig? Hallo. So hin. Mist, verloren. Da bewegt sich einer. Die sind immer ganz viel auf einem Haufen. Getroffen. Sorry. Warum man einen Haken da? Sorry, falls es den Anschein hat, als hätte ich dich getunnelt. Wow. Ah, dann krieg ich meinen Erfolg wenigstens. Sorry. So. Rennst du durch meine Dings durch? Da hinten. Weit gekommen bist du nicht. So. Scheiße. Was schnappe leer? Der Puppico. Er ist aber gut im Weglaufen. Lässt sich so viel die Paletten. Er ist verdammt gut im Weglaufen. Also das kann er besser als ich verfolgen. Haha. Und habe ich ihn verloren? Yep. Katscha.
was gesehen. Ja, er schon wieder. Ne? Das kann halten. Richtig gut. Zumindest ist er da reingerannt. Also raus. Ja. Wenn sie entkommen, dann... Immerhin habe ich 2 Stück gekriegt. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, das ist ein erfahrener Spieler. Was so das Wegrennen angeht, kann der das richtig gut und ich bin da... Naja. Rennt jetzt da hinten raus. Egal, ich fand die Runde trotzdem gar nicht so schlecht. Ich habe meine 5 Dings gehabt. Ja, okay. Und der Ex-Spieler hat das mehr als verdient. Der war richtig gut im Wegrennen. Das muss ich noch üben. Aber coole Runde. 20.000? Kann ich mich auch nicht beschweren. Na, mein. Ne? So, Stufe. Ja, das war der. Ne? Stieß eine Verletzung durch. Okay. Voranzustimmen. Ich glaube, das war der, oder? Ja, verdient auch. Eiserner Wille. Okay. More time. Dazu Geschwindigkeitsmaß. Fingerknochen. Das war der mit der Taschenlampe. Oh, ich habe mich nicht so schlecht geschlagen, fand ich. Gut. Ich versuche noch Claudette ein paar Punkte zu geben gerade. Und ich kann eine neue Herausforderung wählen. Deswegen gehe ich jetzt ganz kurz raus. Archiv. Eine Jagd mit einem... Moment. Hä? Hake 5 Überlebende fest. Das habe ich doch geschafft, oder nicht? Bin ich ein bisschen traurig. Weil ich war der Meinung, dass, das gesch- dass ich das geschafft habe. So. Verstehe ich. Verstehe ich nicht. Ich hatte 6 oder 7 Leute festgehakt. So, in jedem Fall kriegt jetzt Claudette noch gerade ihre Punkte. Ich will sie auf Level 5 haben. Das finde ich halt cool. Selbstversorger finde ich cool. Nobody left behind. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Ich mach mal das. So ein Heiler-Bild finde ich voll okay. Gut, dann zurück. Wieder zum Killer. Hallo. Ich weiß nicht, warum ich immer zweimal klicken muss. So. Neues Perk. Genial. Genial. Oh, schade. Eine höhere Reichweite. Ja, sehr cool. Das ist okay.
Why not? Oh, auch nicht schlecht. Ich muss ja eh beide holen. Stufe 8. Ja, was war das? Oh, das ist mein Opfer. Stimmt, eine Opfergabe wäre vielleicht noch was. Hinterhältigkeit. Gut, wenn ich schon so viel davon habe. Ich nehme mal dort, wo ich gerne, wo ich mehr Zeugs habe. Soll ich den mal nehmen? Jetzt hoffe ich, dass ich nicht so fantastisch gute Survivor habe. Man darf gespannt sein. Habe ja meinen 2 Stück gekriegt. Wenn ich mal so die Hälfte kriege, bin ich schon zufrieden. Okay. 2-mal Mac, 1-mal Jeff und Yui. Ich bin hier noch 19, also, und habe noch nicht so viele Perks. Ich hoffe, das wird berücksichtigt. Ich hoffe, dass ich den bald auf Level 10 habe, für einen dritten Perk mitzunehmen. Unterwald. I have no idea. Mal gucken, ob ich 2 Runden mache oder 3. So. Zumindest kann ich jetzt nicht so wie gestern, wo ich meine tolle Torte des Überlebenden benutzt habe, oder wie das Ding hieß, wo ich 100% mehr Punkte für alles krieg, nicht getunnelt werden. Das heißt, die Chancen, dass ich ein paar mehr Punkte absahne, sind größer. Okay. Was? Hallöchen. Treffer. Okay, das war schon mal ein ganz guter Anfang. Ich brauche direkt einen Haken in der Nähe. Ja, da ist der Haken. Hm, ich hab schon Bauchnabel. Da habe ich auch noch einen gesehen. Upsi, da bist du. Treffer. Unterschätze niemals den Fernangriff eines Killers. Den habe ich rausgeholt. Ja, wo bist du? Da bist du. Gut, wie Ash von eben seid ihr nicht. Hallo. Getroffen. Bist du?
Haken. Nehmen wir doch den da, der sieht sehr nah aus. Zwei. Ich liebe Pyramidenkopf, allein schon vom Design her. Hallo. Getroffen. Wo bist du hin? Das kann ich auch ganz gut, glaube ich. Hey, erst ein Generator und ich habe schon drei Leute aufgehängt. Die rennen dafür nicht so in meine tollen... in meine tollen Fallen rein. Das ist mein Haken. Er ist sehr weit weg. Das wird sehr eng. Scheiße. Ich glaube, der kommt mehr. Ja, er kommt mehr. Scheiße. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Darauf? Nein. Ich hoffe, dass du dieses Mal näher an einem Haken dran bist. Scheiße. Ich hätte doch meine Fernangriff machen sollen. Na gut. Ärgert mich, dass ich den... ...nicht mehr erwischt habe. Aber was soll's. Oh, du bist doch gar nicht verletzt. Du warst aber auch. Palette? Muss man auch als Killer ein gutes Spür für haben, wann die Paletten benutzt und wann nicht. Hallöchen. So, und jetzt bitte keinen Haken, der so weit weg ist. Da, der da geht. Ist auch schon so relativ weit. So, und da. So. Okay. Ich liebe das mit den Krähen. Das ist mein Keller. Dann nehmen wir doch den. Der ist nämlich cool. Okay. Boah, ich habe noch keinen einzigen kaputt gekriegt. Und die haben schon fast alle. Schade. Jetzt mit den Riten des Urteils. Da ist noch keiner reingelaufen dieses Mal. Doch, eine. So. So, sorry, ich kann nicht Morin. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Na gut.
Nee. Ja, ist okay. Da hinten ist er. Nicht erwischt. Ja. Warten Sie. Versorgt. Wo ist denn der hin? Ist wahrscheinlich auch befreit schon, ja. Schon wieder darauf. Nee. Nicht so erfolgreich, leider. Ich weiß, dass du da oben bist. Den werde ich auch nicht mehr kriegen. Na gut, dann sind leider alle entkommen. Oh? Super. Tschüss. Na gut. Leider keinen getötet. War trotzdem eine ganz gute Runde. Ich war nicht so schlecht, aber leider. Ach hier. Naja, naja. Und es wird verdoppelt, ne? Kann ich mich, glaube ich, nicht beschweren. Kein Pip. Hm. Inbrünstig. Ja, ist okay. Ja, kein... Pff, soll ich denn mit so vielen Perks? Dafür, wenn die Leute so viele Perks haben und ich auch 12er und alles dabei habe und krieg immer noch ein paar Leute, zumindest mal in Stufe 2, bin ich schon mal zufrieden. Jetzt bin ich mit dem auch wahrscheinlich Stufe 10. Ich mir ein drittes Perk. Was ist das denn? Okay. Was ist das? Das Gemurmel. Nee. Na gut. Was habe ich noch für Zusätze? Bleiben. Ach, das ist das verbitterte Gemurmel. Was haben wir denn da verstörend? Nachdem ich einen Generator nehme, werde ich unentdeckbar. Und das ist halt auch nicht so schlecht. Ich gucke. Jetzt muss ich wieder Generatoren beschädigen. Cheryl! Cheryl sollte auf jeden Fall meine Obsession sein. Ne? Gut, ich habe glaube ich noch 4 oder sowas gehabt, den letzten. Na kommt! Ja. Jetzt koste mich bitte nicht. Dankeschön. Das ist der Grund meines Lebens. So, was trinken? Wie spät haben wir denn jetzt? Gleich 10:30.
Blumenstrauß. Ich habe vergessen, eine Opfergabe mitzugeben. Egal. So, auf ein neues. So kann man an einer blöden Ecke hängen. Ich bin immer noch halbwegs schnell, wenn ich die benutze, deswegen kann man die ruhig ein bisschen spammen. Hallo? Okay. Passt. Oh mein Gott! Na? Jetzt. Geht. Näher. Aufheben. So, wo ist mein Haken? So, oh, ja, der ist doch schön. Der ist doch schön weit in der Ecke. Das gefällt mir. Schön rumziehen. So. Gut, die haben schon einen. So. Bin ich erstmal unentdeckbar. Hi. Ups. Oh, bin ich blöd. Mein Gott, bin ich blöd. Manchmal hat man es raus, wie die versuchen zu laufen. Zum Haken. Da. Zwei Generatoren, das ist natürlich auch sehr ungünstig. Yeah. Fertig. Boah, schon drei Generatoren. Ich habe erst zwei Leute aufgehängt. Aber dafür kriege ich dich. Hallo, Cheryl! Du hast zwar mit mir nichts direkt zu tun, weil... Also, du bist Dreier, ich bin Zweier, aber passt schon. Tunnel mal nicht. Boah, die haben schon vier Generatoren, das gibt's ja gar nicht. Ah!
Generatoren sind es jetzt nicht mehr. Oh, da sind gerade Spuren. Ich liebe diese verdammten geilen Krähen. So. Wo ist Käfig? Geheilt? Oder hattest du irgendwie noch so ein Perk? Passt. Oleg! Wieso habe ich dich nicht getroffen? Halbwegs gut darin, Abkürzungen zu finden. Ach. Jetzt aber. Bist du da? Haken. So, nix mal ein. Getroffen. Keine mehr. So. Okay. Ist einer. Ich habe ihn getroffen. Tut mir leid, wenn ich dich erwische, bist du tot. Na gut. Na gut, immerhin eine. Schade. Ich hätte Cheryl gerne noch erwischt. Die war auf Stufe 2. So, jetzt habe ich die aber abgeschlossen. Das ist gut, es gibt Punkte. Ich werde... Warte, gucken. Ist für Stufe 18 gereicht? Ne, oh Gott. Tja, als Killer? Doch nicht so.
Boah, meine Fresse. Na gut. Dann wählen wir aber erst noch. Ich mache noch eine Killerfolge auf jeden Fall. Eine Killerrunde auf jeden Fall. Weil jetzt habe ich dann ein drittes Perk. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen besser. Ich bin den Umständen entsprechend. Ich hätte gerne noch mal alle vier oder drei. Gut. Was haben wir denn hier? Ah ja. Genau. Was will ich machen? Was ist das da? Glüven. Sammlung. Keine Ahnung, was das bedeutet. So, Blutnetz. Das bei mir auch. Geflüster. Na. No. Groß mit der Kochbuch. Vergessene Videokassette. Schutztreffer einstecken. Gebrochen. Ich guck mal, was das macht. So. Irgendwas, was Punkte bringt? Brutalität. Gut. Was haben wir da? Totgeweiht. Ah. Aber ja. So, heute nicht ganz so erfolgreich wie gestern, aber macht Spaß. Ich würde sagen, das ist auch meine letzte Killer-Partie heute. Ich will noch ein bisschen Phasmo spielen, gucken, wer so in den Tiefen des Internets noch sich rumdrückt. Wie lange habe ich denn jetzt? Ach ja, schon wieder 48 Minuten. So. Steve Harrington. Na, irgendjemand? Hallo? Okay. Ich bin halt immer noch nur Stufe 19. Ich komme da mit dem nicht ganz so schnell voran. Macht aber Spaß. Ich find's toll. Irgendwas bei Discord? Oh ja. Na komm, Steve. Na, Steve. Wir werden sehen. Zu meiner Fresse. Oh, okay. Mehr Truhen. Jetzt gucke ich, ob ich das eine mit den Spionen kriege. Ich finde die echt extrem hilfreich. Die sind super, die Krähen. Die will ich gar nicht mehr weglegen. Muss mal gucken, was es noch so für Perks gibt. Ich habe ja noch unglaublich wenig Perks bisher.
Talente, die sich auf Haken und festgehackte Überlebende auswirken, werden davon nicht beeinflusst. Ah. Na komm. Jetzt dauert das nicht hoffentlich schon wieder so lange, dass die Runde nicht zustande kommt. Vielleicht hat Steve ein Disconnect. Ich befürchte, dass es wieder so lange dauert, dass da nichts zustande kommt. Hatte ich jetzt schon öfters. Ich würde auch sehr, sehr gerne mal als Survivor gegen den Pyramid Head spielen. Man hat immer eine recht normale Auswahl, sag ich mal. Ich hatte einmal die Nurse oder zweimal. Einmal diesen Geist, diesen komischen Zombie-blauen Frau-Dings da. Natürlich schon öfters Leatherface und Hillbilly, hauptsächlich Leather. Obwohl, ne, beide ungefähr ausgeglichen. Die Jägerin wird gerne genommen. Den Fallensteller hatte ich noch gar nicht. Na. Das ist voll der Ladebalken, aber es muss nichts heißen. Ja, wen hatte ich noch? Den Doktor hätte ich gerne einmal gehabt, aber der kam die Runde dann noch nicht zustande. Hatte zweimal Ghostface. Michael hatte ich noch gar nicht. Freddy hatte ich auch noch nicht. Den finde ich faszinierend. Na, ich schätze mal, dass es gleich rausgeht und ich mir eine neue Runde suchen muss. Das ist immer so eine riesen Zeitverschwendung, bis das Spiel dann endlich mal einsieht, dass die Runde nicht zustande kommt. Oder versucht er dann, während die Leute noch im Ladebalken sind, vielleicht noch einen Spieler zu finden, damit die Runde doch noch zustande kommt? Oh, siehst du mal. Jetzt gucken wir mal, ob Steve dabei ist in der Runde. Steve ist. Doch, da ist er. Hallo Steve. Den habe ich schon mal getroffen. Das ist gut. Wow. Okay, wenn du in die Richtung rennst, nehme ich die Abkürzung. Hallo. Das ist sogar meine Obsession. Ich weiß zwar nicht genau, ob das mir irgendwas bringt. Aber du bist die Obsession. Stop wiggling. Das muss recht knapp werden. Hallo. Ich sehe dich. Erwischt. Ist ein runtergeholt wahrscheinlich. Da hinten seid ihr beide. Tut mir leid, aber Steve rennt sichtbarer durch die Gegend.
Mist, voll versaut. Der ist irgendwo im Haus, aber ich weiß nicht wo. Da nicht. Da ist der doch darunter gerannt. Nein. Scheiße. Ach, na gut. Das habe ich versaut, den hätte ich eigentlich finden müssen. Na gut. Keine Palette. Boah! Scheibenkleister. Na, immerhin. Na komm, rüber. So, Haken. Bist du mit dem formschönen Haken hier? Ich müsste mal einen Generator kaputt machen. Ich habe den Vorteil davon noch gar nicht. Jetzt weiter. Das ging schnell. Oh, komm schon. Ach so, nee, du bist ein anderer. Voll versaut. Ja, die lenkt mich ab. Das kann ich aber auch. Ist einer? So. Oh, der ist recht nah. Hallöchen. Hallöchen. Du rennst so schön in der Sackgasse rein. Fast. Bist du? Das habe ich mittlerweile auch ganz gut drauf. Zu gucken, wo die denn hin sind. Scheiße. Perfekt. Wäre noch schöner. Oh, die haben schon wieder vier Stück und ich habe wieder gerade mal vier Leute angehakt. Die rennen doch alle nicht in meine schöne Falle rein. So, da waren vorhin in der Gegend so ein, zwei. Okay.
gerannt. Ist nicht Steve. Haken. Nehmen wir doch den da. Hab ich dich jetzt schon dreimal? Ich weiß es nicht. Das könnte knapp werden. Müsste aber noch reichen. Boah! Ich habe alle erfolgreich maximal zweimal aufgehängt. Ja, war ja klar. Sorry, wenn ich dich erwische, bist du tot. Ach, bin ich blöd. Super, ist genau in die falsche Richtung, in die andere Richtung gelaufen, wie ich gehofft hatte. Scheiße. Na gut, hat sie noch mal Glück gehabt. Endlich ist da mal einer reingerannt. Bisschen langsamer. Erwischt. Dieses blöde Haus immer. Ah, fast erwischt.
Sie? Okay. Mann. Oh, ich glaube nicht. In den Keller rennt man freiwillig nicht. Jetzt habe ich dich aber endlich mal. So. Ciao. So. Ein EC, das tut mir leid für euch. Das hättet ihr wahrscheinlich schon gewonnen. Aber das mache ich jetzt mal nicht zu meinem Problem. Ist der immer noch kaputt? Versucht ihr es überhaupt noch? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich so mega erfolgreich bin. Bitte? Nein. Ah! Dass die im richtigen Moment immer noch so eine blöde Palette haben müssen. Rein, natürlich. Beste Chance für ihn. Hallöchen. Unglaublich. Oh, leck. Das macht er gut. Und jetzt habe ich ihn verloren, weil ich zu dumm bin. Das hast du gut gemacht. Du hast verdient, von mir wegzukommen. Hallo, Steve. Macht die andere eigentlich noch einen Generator oder was machen die da? Steve ist nicht schlecht in dem, was er tut. Muss ich leider echt sagen. Ich habe ihn gerade verloren. Oh, Mann. Komm mal wenigstens das da. Komm mal zwei, drei Punkte. Ich wusste, dass da eine Palette ist. Es wundert mich echt, dass die keine Generatoren machen. Ich meine, die sind ja noch zu zweit und ich bin immer abgelenkt mit einem, der mir davon rennt. Auch die habe ich gesehen. So, so viele können nicht mehr da sein. Schon. Das muss ich in die Hütte verteilen. Der ist noch kaputt. Okay. Hallo, Steve. Was mache ich denn da eigentlich? Ich stelle mich so unglaublich stümperhaft an. Schade. Weiter schade. Hallo, Claudette. So.
Na, endlich! So. Bald so schön. Hier habe ich erst einmal gehabt. So, Steve, wo bist du denn? Kein Generator? Ein Generator? Okay. Geht das so zum Spaß? Oder irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen mich ärgern. Hä? Es sind nur noch diese drei Generatoren. Er ist vielleicht auf der Suche nach der Luke, von der ich nicht weiß, wo sie ist. Habe ich die eigentlich aufgehängt? Keiner weiß es, oder? Generatoren sind alle aus. Wo ist die da? Okay, hallo Steve. Okay. Ist der gelieft oder sowas? Das war eine extrem seltsame Runde. Ich meine, ich habe gewonnen, aber... Weird. Okay. Ich glaube, die Pips gegeben haben. Nein. Main. Ich habe es aber nicht verstanden. Die haben am Schluss nicht mehr versucht, irgendwie zu entkommen. Und ich habe mich auch mittelmäßig, glaube ich, angestellt. Leute! Und da muss die Luke gewesen sein, vermute ich dann. Ich habe es nicht gesehen. Ich nehme an, dass da die Luke war. Der DC tut mir leid, aber die hatten alle wieder so super viele Perks. Ich meine, was soll ich denn da machen? Ich bin froh, dass ich so viele Punkte bekommen habe. 23.000. Hujo, hujo. Cool. Gehen wir nochmal ins Archiv. Nehmen noch eine neue Aufgabe an fürs nächste Mal. Und dann höre ich auf für heute. Hehe. Ich habe Spaß. Ich finde Pyramid Head toll. So, okay. Das war schön, ist mir egal. Gibt es immer irgendwelches Zeug? Ah, da gibt es diese Dinger. Okay. Dann möchte ich gerne... das ein oder andere Perk noch kriegen. Jetzt komme ich über jedes Perk. Ist das... Oh ja. Was ist das denn? Pfad der Folter. Oh. Wachspuppe. Was gibt's da? Naja, das ist immer toll. Speerspitze. Ja. Ist mir egal. Ach so, ich sehe die nämlich auch nicht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo mein eigener Keller ist. Was war das? Okay, ja, nice. Ja, okay, genau. Ich werde unentdeckbar. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das hat auch geholfen. Ist das da? Verbleiben. Das ist halt auch sehr, sehr cool. Toter Schmetterling, das tut mir leid. Das ist halt cool, denn den benutze ich gerne, den Angriff. Okay. Stimmt, hier wollte ich noch eine neue Herausforderung. Deswegen hatte ich auch gerade so mega viele Punkte. Juhu! Gut. Ich hab keine Ahnung, was das mit den Glyphen ist. Das werde ich dann rausfinden. Turm der Verdammten. Fundament eines geheimnisvollen Turms. Okay. Street. Okay, keine Ahnung. Zumindest habe ich die zwei Dinger jetzt schon.
Triff einen Übernehmer direkt nach der Teleportation mit der Krankenschwester. Ach so. Sabotierer Haken, das kriege ich auch hin, das ist nicht so schwer. Mit allen Mitteln. Das da finde ich fies. Okay. There is a reprieve this night in the asylum, and Sally does what any sane person would do. She clings to it with all her strength. There is a reprieve this night in the asylum, and Sally does what any sane person would do. She clings to it with all her strength. Okay. The weight that sits in her chest melts away, allowing for one starving breath. The scent of sweat and dust. Sally marches down the hall to the source of the scream. Das ist interessant. Mich interessiert das Lord-Szenen, ehrlich gesagt, nicht so sehr. Insofern, ich hoffe, keiner ist böse, wenn ich es abbreche. Das erzählt halt immer so die Geschichte von den, ich weiß nicht, ob es von den Killern oder von den Survivern oder beides kommt. Ich habe noch Punkte. So. Wir müssen schnell ein neues Level erreichen. Na gut. Okay, dann reicht es leider nicht mehr für Stufe 15. Dann hätte ich nämlich das vierte Perk schon. Aber ich bin so perkmäßig mittlerweile ja auch so halbwegs gut aufgestellt. Genau. Totgeweiht exposed? Weil das ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss nochmal gucken, ob Totgeweiht exposed ist, weil das ist, das wäre dann plötzlich ziemlich cool. Dann könnte ich die, das heißt, diesen Totgeweiht, das heißt, ich kann ihn mit einem Schlag niederstrecken und er weiß es nicht oder so, wenn das jetzt richtig ist. Muss ich mal gucken. Das finde ich Bombe. Das hat mir so oft geholfen, das werde ich, glaube ich, nie wieder anequippen. Was ist das? Das interessiert mich nicht. Erzwungene Buße. Achso, ja, das habe ich. Gebrochen. Ist mir egal. Das ist, glaube ich, ganz okay. Zerstörend ist mir auch egal. Pirscher ist mir auch egal. Ich behalte erstmal das. Okay. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich werde gleich noch ein paar Runden Phasmo spielen, weil ich Lust drauf habe. Insofern sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.